Yes, ladies and gentlemen, Grüezi miteinander, willkommen bei Lebenstark TV. Mein Name ist Gregory Gemayli, aka Gregory. Wie ihr seht, habe ich jemanden neben mir, wieder mal einen Gast. Ja, hallo liebe Community, mein Name ist Philipp Mostic von Fit on Time. Okay. Habe heute die Ehre, mal ein Video mit Gregory machen zu dürfen. Haben wir schon lange geplant, ja. Gemeinsam sind wir stark. In welchem Bereich bist du tätig? Was ist Fit on Time? Was ist dein Ding als Personal Trainer? Eigentlich mache ich mehr oder weniger dasselbe wie Gregory, nur ein bisschen anders. Auf jeden Fall bin ich selber auch Personal Trainer, habe vor einem Jahr ein erfolgreiches Online-Trainingsprogramm auf den Markt gebracht, mehrere hunderte Mal verkauft im deutschsprachigen Raum. Yeah. Habe mich wieder so back to the roots geortet, bin jetzt wieder im Personal-Bereich unterwegs, weil ich einfach sage, da fühle ich mich wohl, das macht Spaß. Fit on Time, bist du da alleine drin? Wir sind zu zweit. Ich war allein, vor einem Jahr war ich noch ganz allein. Jetzt habe ich eine extrem gute... Eine extrem gute Verstärkung mit Herr Fabian Osterwalder. Der übernimmt den kompletten Teil mit Rezepten, mit Kochen, mit Ernährung. Cool. Wirklich eine Koryphäe. Der backt die geilsten Kuchen, ey, ohne Kalorien. Und haben wir einen Kuchen ohne Kalorien? Ja, komplett ohne. Was ist denn da drin, bitteschön? Luft und Liebe. Denkt ihr vielleicht, ich bin Personal Coach, Personal Trainer? Und er ist auch Personal Trainer und eigentlich sind wir ja Konkurrenten und müssten uns ja bekämpfen. Wir wohnen ja fast im gleichen Kanton. Wir wohnen im gleichen. Wir wohnen im gleichen Kanton. Konkurrent hin oder her, wir zahlen im gleichen Kanton die Steuer. Genau, okay, also Thurgau hat etwas von uns. Und eigentlich sind wir Konkurrenten, aber wir haben ein anderes Denken. Ich bin fest davon überzeugt, dass man effizient Menschen helfen kann oder effizient sein Netzwerk erweitern kann und natürlich in diesem Moment natürlich auch mehr Menschen erreichen kann, wenn man ein Netzwerk aufbaut. Ja, deshalb sehe ich in ihm keine Konkurrenz und ich sehe in ihm ein Netzwerk. Wir verstehen uns sehr gut, natürlich aus der Respektbasis ist hier gegeben, aber ich sehe allgemein in einem anderen Personal Trainer kein Konkurrent. Ich sehe da ein Netzwerk, weil vielleicht können wir uns gegenseitig unterstützen. Vielleicht habe ich ja mal Kunden, wo ich vielleicht nicht mehr direkt betreuen kann, dann sage ich, okay, ich kenne einen Pro und ich vertraue ihm, der hat es drauf. Dann kommen die zu ihm, vielleicht ist bei ihm auch mal so, der sagt, hey, du bist vielleicht Umgebung dort in Amriswil oder was auch immer, weiter hinten, geh mal bei Gregory vorbei. Die Bedürfnisse viel besser erfüllen, genau. Anstatt sagen, ja, fahr mal 400 Kilometer und komm zu mir. Nee, Gregory ist nur 300 Kilometer weg, kannst mal bei ihm vorbeischauen. Nee, aber ich sehe das genau gleich auch mit dem Netzwerk. Man kann sich wissensmäßig extrem austauschen. Die besten Menschen auf der Welt haben die besten Coaches. Mhm. Und wenn man auch irgendwie privat jemanden kennt, der auch schon ein bisschen länger Personal Trainer ist, sich da ein bisschen auszutauschen, gegenseitige Standpunkte miteinander zu vergleichen, mit Studien abzugleichen, sein Wissen auf das nächste Level zu bringen, sich auch gut zu verstehen, wie sich eine Freundschaft entwickeln kann, sage ich auch, lieber miteinander als gegeneinander. Wir schöpfen uns nicht die Kunden gegenseitig ab, wir sind komplett verschieden positioniert. Er ist der Personal Trainer schlechthin, der wirklich nur 1:1 Coachings macht vor Ort. Fabian und ich, bei uns ist es so, wir sind auch noch, aufgrund von dem, dass wir viele Leute aus Österreich und Deutschland bedienen, noch auch im Online-Coaching-Bereich unterwegs, was uns natürlich stark unterscheidet und wir uns wieder nicht in die Quere kommen. Wir haben ein bisschen unterschiedliche Philosophien, also Konkurrenz, sage ich, gibt es in dem Sinne nicht. Wir sind wirklich klar positioniert, strukturiert und gut befreundet. Und das ist ein guter Ansatz. Jetzt geht das erste Thema, in das wir reingehen möchten, direkt eintauchen, ist dieser Spruch, Fett in Muskulatur umwandeln. Wie geht das? Ja, bin letztens jemand gefragt, so hey, ich habe jetzt ein bisschen trainiert, hier ist noch ein bisschen Fett, muss ich ja nur noch in Muskel umwandeln. Und meine Gegenfrage war meine erste, wie ist der Wechselkurs? Von Muskeln genau. Zu Fett, wie viel Fett musst du hergeben, dass du wie viel Muskeln kriegst? Kommt eigentlich so recht verstanden. Gregory, kannst du mir kurz den Kurs durchgeben? Je nach Situation und nach Wirtschaftslage. Wirtschaftslage in der Fitnessindustrie. Ja, Muskeln würden wir euch auch abkaufen. Also wenn irgendjemand sagt, er baut mit unserem Programm zu viel Muskeln auf, kaufen wir eBay auf jeden auch Fall zu einem fairen Preis ab. 3,99 €, wir sind dabei, wir kaufen das Zeug. Was ist eigentlich dahinter? Ich denke, es ist halt ein Mythos. Man denkt, Fett verlieren und Muskulatur aufbauen. Ich glaube, daher resultiert ein bisschen das ganze Umwandelzeug. Und deshalb dachte ich, ich frage mal bei dir auch mal nach, ob es Leute gibt, die da auch denken, ja, sie könnten ihr Fett in Muskeln umwandeln. Wenn du anfängst zu trainieren und dich bewegst und jetzt im speziellen Krafttraining machst, erhöht sich dein Muskelanteil. Du verbrennst mehr Kalorien im Ruhezustand. Dadurch verbrennst du auch dann mehr Fett. Und daher kommt das wahrscheinlich, dass wenn man anfängt zu trainieren, dann gehen die Fettreserven runter und die Muskelreserven nach oben. Also optisch passiert ja eigentlich die Umwandlung. Genau. Wenn du denkst, optisch Fett weg, Muskulatur her. Deshalb einfach rein optisch gesehen, wenn man jemanden sieht, hey, hast du umgewandelt? Ja, hast du umgewandelt? Was war das für ein Wechselkurs? Ja, auf jeden Fall möchten wir wirklich auch heute mit dem Mythos aufräumen. Fett in Muskel umwandeln. Kenne ich definitiv nicht möglich. Anfängern passiert es, oder? Das kleine Wunder, die können, keine Ahnung, 50 Liegestütze machen, weil auch ein kleiner Reiz ist größer als gar kein Reiz. Genau. Aber wenn man fortgeschritten ist und dann mir Leute sagen, ja, ich baue noch gut Muskeln auf in meiner Diät, aber ich bin irgendwie bei 1.500 Kalorien, sage ich ja. Was hast du da für ein Kreatin? Deine Aminos kommen aus Kuwait. Ja. Wo man ja momentan alle die Jungs sind. Also Victor Martinez ist jetzt dort im O2-Gym. Ja, die holen sich gute Aminos. Und sich alles das Anabolic Chicken. Ja. Air is Anabolic. Carbs um 18 Uhr.
18:00 ist okay, ja. Aber 18:01 ist kritisch. Das ist schwierig. Die setzen an, nach 6 Uhr, also nach 18 Uhr am Abend, setzen Carbs an. Hab dann ich schon ist echt der Timer. Genau, das macht tick, 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 tick. Punkt. Mythos, ich darf ab 18 Uhr nichts mehr essen. Ich habe letztens einen Blog von dir gelesen, wo stand, dass der neue Feind, was in den 80er, 90er Jahren das Fett war, sind heute die Kohlenhydrate, sehe ich genau gleich. Ja, ja. Kohlenhydrate, ganz ein klassischer Makronährstoff, Energielieferant, das Benzin unseres Körpers. Definitiv kein Feind, wer hart trainiert, wer im Sportbereich, ob er Fußballer, Hockeyspieler oder Bodybuilder ist, unterwegs ist, kommt um Kohlenhydrate nicht weg. Mhm. Und deshalb also überhaupt kein Feind und nach 18 Uhr total legit. Was passiert, wenn ihr um 5 oder um 17 oder 18 Uhr ins Training geht, um 19 Uhr eure Post-Workout, also eure Nachtrainingsmahlzeit zu euch nimmt, die sollte zu einem großen Teil aus Kohlenhydraten bestehen, um die Glykogenspeicher zu füllen, da ist ja 6 Uhr schon vorbei, aber Fett werdet ihr deswegen nicht, also von dem her definitiv kein gestrichen. Problem. Ich muss aber sagen, wenn man nicht trainiert, ist vielleicht nicht das Gescheiteste mit den Kohlenhydraten am Abend, weil man die überschüssige Energie vielleicht gar nicht verwenden kann. Auf jeden Fall. Diese Bilanz würde ich sowieso mit einberechnen, dass wenn man sagt, das ist auch bei meiner Ernährungsplan so mit meinen Kunden. Du bekommst von mir zwei verschiedene Pläne. Du bekommst einmal einen Plan für den Trainingstag und einmal einen Plan für trainingsfrei. Weil natürlich beim trainingsfreien Tag hast du einen tieferen Kalorienausschuss, also du verbrauchst weniger Energie. Und dann macht es sicher auch Sinn, wenn man wahrscheinlich auch die Kohlenhydrate oder allgemein die Kalorien ein bisschen reduziert. Aber das hat nichts mit der Uhrzeit zu tun. Das ist das Problem, dass die Leute denken, hey, um 18 Uhr, wenn ihr Honig zu euch nehmt, dann haben die einen Timer drin, der Zug hat einen Timer und um 18 Uhr macht es BAM! Nicht in die Muskeln, sondern direkt in die Fitness. Genau, aber was machen wir bei einem Transatlantik? Ich bin jetzt 11 Stunden nach Miami rüber geflogen. Wie sieht es aus mit den Kohlenhydraten? Weil in der Schweiz ist jetzt 18 Uhr im Moment. Genau. Und es weiß Gott, wie spät. Haben die Kohlenhydrate einen Jetlag? Meine Frage an euch. Das ist eine gute Frage. Genau, vielleicht könnt ihr das in den Kommentaren reinschreiben. Vielleicht kennt ihr jemanden, der Jetlag-Carbs kennt. Die sind fies. Genau, die sind fies. Weil wenn ihr den Transatlantikflug macht und ihr isst im Flugzeug und es ist aber nicht 16 Uhr da, wo ihr ankommt, aber 18 Uhr da, wo ihr herkommt. Ja, eben. Eben, also ihr seht, das ist absoluter Bullshit. Macht euch da keine Sorgen, wenn die Kalorienbilanz stimmt. Ob das jetzt um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, wie Phil schon gesagt hat, ihr trainiert abends und ihr geht essen. Deshalb, Carbs, Reis, Vollkornpasta, was auch immer. Ja. Das ist kein Problem. Aber was ich denke ist, man sagt allgemein, warum funktioniert das denn bei gewissen Leuten, dass sie sagen, okay, abends nehme ich keine Kohlenhydrate mehr zu mir und die nehmen ab. Warum ist das so? Das Kaloriendefizit. Voilà. Die ganz einfache Rechnung. Du nimmst weniger Carbs am Abend. Ein Gramm Carbs hat 4 Kalorien. Das heißt, wenn ich jetzt auf meine Pasta am Abend verzichte. Gut 400 Kalorien im Defizit. Gespart, und dann nimmt man ab, aber nicht wegen den Kohlenhydraten, sondern grundsätzlich, sondern Defizit. Kalorien. Voilà. Das war's, Ladies and Gentlemen. Abonniert den YouTube-Channel, falls ihr neu seid. Like das Video, falls es euch gefallen hat. Dislike, falls nicht. Mein Name ist Gregory Gemaili. Mein Name ist Philipp Mosic. Fit und Times. Lebe stark. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.